Wunderschönen guten Tag zu diesem kleinen Video hier für zwischendurch. Und heute geht es mal um ein spezielles Spiel, was jetzt nach über 7 Jahren auch für den Nintendo Switch erschienen ist. Und zwar Torchlight 2. Hier will ich mich erstmal bei Perfect World bedanken. Die haben mir das nämlich im Grunde genommen gesponsert. Und das hier ist auch eine gesponserte Produktplatzierung. Trotzdem will ich euch gerne meine Geschichte mit Torchlight 2 erzählen. Und die war sehr wendungsreich. Fangen wir erstmal damit an, dass dieses Spiel von Panic Button umgesetzt wurde. Und das hat mich am Ende dann doch noch überzeugt, das mal anzuspielen. Denn eigentlich bin ich kein Hack and Slayer, da bin ich ganz ehrlich zu euch. Aber dieses Spiel hat mich dann doch noch ein bisschen überzeugt. Wie lange das gedauert hat und warum es so lange gedauert hat, das erfahrt ihr jetzt. Jedenfalls dachte ich dann, naja, okay, lädst du dir das mal runter und schaust da mal rein. So schwer kann das ja nicht sein. Aber Torchlight 2 macht tatsächlich einiges anders als moderne Games. Also habe ich mir gedacht, startest du einfach mal das Spiel und guckst da einfach mal so rein, was sich da erwartet. Naja, ich sollte mich, zumindest für den Anfang, ganz schön täuschen. Wenn ihr in das Spiel geht, habt ihr erstmal natürlich die Auswahl zwischen verschiedenen Klassen. Da haben wir einmal den Vagant, den Berserker, den Magier und für die Klasse, für die ich mich am Ende entschieden habe, der Ingenieur. Und da könnt ihr euch dann noch verschiedenste Sachen aussuchen, weiblich, männlich, Hautfarbe, Haarfarbe. Ihr könnt also euren Charakter so ein bisschen grob individualisieren, so dass ihr euch so ein bisschen persönlich damit identifizieren könnt. Und dann kommt da noch das zweite Ding, denn euer Begleiter muss ja auch noch ausgesucht werden. Und ich finde, hier hat man ein wenig Humor bewiesen. Wer es nicht weiß, Torchlight 2 kommt ja von einigen ehemaligen Diablo-Machern. Das heißt, sie wussten auf jeden Fall, was man da tut. Und ich habe mich im Grunde genommen für das Switch-exklusive Rosa Pony entschieden, was einen Glitzerschweif hinter sich herzieht. Was ziemlich witzig aussieht, aber auch ziemlich gefährlich ist. Warum erzähle ich euch das Ganze hier eigentlich? Naja, ich muss ehrlich sagen, ich bin in das Spiel reingegangen mit der Vorstellung, hey, machst du erstmal easy, lernst du erstmal alles, aber Torchlight 2 ist nichts mit Lernen. Denn erstmal wählt ihr eure Schwierigkeitsstufe aus, also die geht von Anfänger bis Hardcore, wo es den Permadeath gibt, also das heißt, wenn ihr gestorben seid, dann seid ihr auch tot, ihr werdet nicht wiederbelebt. Ich habe mich dann erstmal für den normalen Modus entschieden, weil ich mir so dachte, naja, komm, so als Anfänger, dachte ich so, mach's doch mal in aller Ruhe. Und was soll ich sagen, in aller Ruhe ist es allerdings nicht. Während viele Spiele heutzutage mit dem Feature kommen, sage ich mal, ein Tutorial zu haben, was teilweise schon richtig absurde Züge annimmt, wie drücke nach vorne, um nach vorne zu laufen oder ähnliches, macht Torchlight 2 das alles nicht. Ihr wählt euren Charakter, ihr werdet in die zufallsgenerierte Welt geschmissen und dann geht das Spiel los. Das erste, was ihr macht, ihr lauft in voller Geschwindigkeit los. Ihr habt keine irgendwie abgestufte Laufanimation wie in moderneren Spielen, sondern es geht direkt los. Und das ist eine Besonderheit, die viele Spiele heute vermissen lassen, denn Torchlight 2 ist reines Gameplay. Das heißt, ihr labert die ersten Leute an und schwupps habt ihr die erste Quest am Hintern. Und dann geht es auf einmal los. Dann werdet ihr in die Welt entlassen und dann probiert ihr euch erstmal so ein bisschen aus. Dann habe ich gesagt, okay, hier, guck mal, da sind Gegner. Und bäm, wenn ich jedes Mal auf den raufhaue, gibt es da so einen magischen Blitz, um dann rauszufinden, okay, jedes Mal, wenn dieser Blitz oder beziehungsweise dieser Effekt erscheint, verbrauche ich Mana und dann hat es mich ziemlich schnell hingerippt. Im zweiten Anlauf, wo dann die Welt schon wieder ein bisschen anders aussah, weil wie gesagt jedes Mal zufallsgeneriert, habe ich dann rausgefunden, okay, mit A kannst du einen normalen Schlag machen. Da ich mich überhaupt nicht mit den Spielen auskenne und für mich das mal eine ganz neue Erfahrung war, habe ich mich dann durch die Welt gewagt und bin dann zu dem ersten Hubpoint gekommen. Und da ging es dann langsam los mit statte deinen Kämpfer aus. Und wenn du das erste Mal das Menü öffnest, denkst du so, oha, was ist da denn los? Da gibt es nämlich dann die Punkte Fähigkeiten, Attribute, Begleiter, Bindungen. Denn man kann nicht nur den Kämpfer bis ins Kleinste individualisieren. Linke Hand, rechte Hand, unterer Körper, oberer Körper,
sondern man kann auch noch den Begleiter individualisieren. Der kann nämlich noch einiges mit sich tragen, um dann im Grunde genommen euch zu unterstützen. Der kann allerdings auch einfach in Dörfern random irgendwelche Sachen verkaufen, die ihr ihm gibt. Das heißt, ihr braucht euch nicht mehr darum kümmern. Soweit, so gut, aber da durchzusehen war eine echte Herausforderung. Jetzt kann ich aber euch sagen, wenn ihr euch da einmal reingefuchst habt in das Ganze, dann wird es wirklich interessant. Denn dann betretet ihr den ersten Dungeon und da geht es dann auch wirklich ab. Auch die Dungeons sind im Grunde genommen zufallsgeneriert und ich finde ziemlich cool gemacht auf jeden Fall. Denn das ganze Spiel, wie man es von Panic Button nun mal gewöhnt ist, die sich ja wirklich auf die Switch spezialisiert haben, läuft in butterweichen 60 Frames und das durchgehend. Das heißt, ihr habt keinerlei Abzüge zur PC-Version, auch wenn die 2012 nicht gerade so State of the Art war. Aber der ganze Look von dem Spiel gefällt mir eigentlich insgesamt sehr gut. Das Comichafte und die Effekte, das gibt alles ein sehr, sehr schönes Bild ab. Wenn ihr also dann in den ersten Dungeon gegangen seid und euch da durchgekloppt habt, werdet ihr erstmal überschwemmt mit Loot. Also das heißt, jeder Gegner schmeißt im Grunde genommen irgendwas ab. Und dann, wenn ihr so einen Kampf mal beendet habt, ist es schon fast eine Routine, wieder ins Menü zu gehen, zu gucken, habt ihr eine neue Fertigkeitsstufe erreicht, könnt ihr irgendwas wieder steigern, könnt ihr im Grunde genommen irgendwie in irgendeiner Weise euren Kämpfer verbessern und das ist eine Riesenschleife, die sich so nach und nach durchzieht und die ich am Anfang von der Masse her überhaupt nicht verstanden habe. Aber wenn man sich da so ein bisschen die Ruhe nimmt und nach das Game erforscht, ist das so ein Standardding. Gegner besiegt oder Gegnertruppe besiegt. Ich gehe ins Menü, ich gucke, wo kann ich jetzt wieder ein bisschen aufrüsten? Wo habe ich neue Fähigkeitspunkte erlernt? Wo habe ich eine neue Waffe gefunden? Was kann ich jetzt besser? Hat die eine Waffe mehr Punkte als die andere? Kann ich noch besser werden mit meiner Rüstung? Und ich bin ganz ehrlich, ich hätte niemals gedacht, dass mich ein Spiel so dermaßen in den Sog ziehen kann. Wer sich jetzt denkt, hey, was labert er denn da? Bezahlte Produktplatzierung, ja, schön und gut, aber jetzt redet er uns hier, als wäre das das beste Spiel der Welt. Das ist natürlich alles Geschmackssache, aber ich muss sagen, dieses Spiel, was mich am Anfang sehr, sehr viele Nerven gekostet hat, um ehrlich zu sein, um mich da reinzufummeln und jetzt mir so viel Freude bereitet, nachdem man das Ganze so ein bisschen überblickt hat, das schaffen nur noch wenige Spiele. Und das für ein Game, was eigentlich wirklich aus Gameplay besteht. Also es gibt keine großartigen Zwischensequenzen. Ihr geht zu einem Questgeber, der hat auch keine großartigen Animationen. Der sagt vielleicht eventuell auch nur einen Standard eingesprochenen Satz und dann lest ihr euch den Text zu der jeweiligen Quest durch. Aber es hat was. Ihr lest den Text durch, es geht los. Und das ganze Spiel besteht im Grunde genommen daraus, euch durch die Gegnerhorden zu kloppen. Und wenn ihr erstmal noch weitergekommen seid, werden die Gegner immer größer, die Kämpfe werden immer schwerer. Wo kann man hier dies und das und jenes noch verbessern? Ich kenne ruhigere Spiele, ja, also zum Beispiel kenne ich Jump'n'Runs, ich kenne, was weiß ich, irgendwelche Adventures. Aber ich habe mich noch nie so wirklich darauf eingelassen, was so ein Hack and Slay so bietet. Und diese Spiele arbeiten mit einer eindeutigen Zeichensprache. Habt ihr ein Fragezeichen über einem NPC, dann werdet ihr eine Quest abgeben. Habt ihr ein Ausrufezeichen, gibt es eine neue Quest und die werden dann mit Sternen auf der Karte markiert. Und dann lauft ihr einfach durch die Gegnerhorden dahin. Und so banal es auch alles klingt und umso unkomplex es auch alles klingt, macht das irgendwie einen Riesenspaß, auch einfach mal für zwischendurch das Spiel anzuschmeißen, sich wieder durch ein paar Horden zu kloppen, wieder Loot einzusammeln, den Charakter zu editieren. Und ja, es ist einfach eine Faszination, die sich da breit macht, die man erst verstehen muss. Und das Ganze gibt es jetzt in einem wirklich perfekten PC-Port für den Nintendo Switch für 19,99 €. Und da hat Perfect World bzw. Panic Button wirklich
einwandfreie Arbeit geleistet. Und es ist günstiger als die Konkurrenz auf jeden Fall. Und ich glaube, das kann man sich für den Preis auf jeden Fall mal geben. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, im Grunde genommen ist mir das alleine aber viel zu langweilig, hat Panic Button den kompletten Multiplayer mit übernommen. Bis zu 4 Switches können sich untereinander verbinden. Und dazu könnt ihr auch noch online spielen. Wenn ich jetzt trotzdem noch ein paar Kritikpunkte finden müsste, ist, dass es leider kein Crossplay zwischen den einzelnen Konsolen gibt und dass hier oder da eine etwas schärfere Textur denn doch dem Ganzen gut getan hätte. Im Allen ist es aber ein sehr schöner Port. So, das war meine Reise mit Torchlight 2. Und da sind einige Spielstunden reingeflossen und ich glaube, ich habe noch nicht mal so wirklich an der Oberfläche von dem Spiel gekratzt, weil da gibt es einfach so viel zu entdecken, dass man das gar nicht überschauen kann. Vielleicht habt ihr ja damals Torchlight 2 auf dem PC gespielt und ich habe es jetzt das erste Mal auf der Nintendo Switch angefasst und habe wirklich am Anfang gedacht, ach du Herrje, was hast du dir da angetan? Aber es hat mich tatsächlich überzeugt. Vielen lieben Dank nochmal an Panic Button und vor allem an Perfect World, dass ihr so eine Erfahrung auf einer mobilen Konsole möglich macht. Und ich hoffe, da kommen noch einige andere Sachen raus. Und vielleicht hat euch das Video ja auch ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.